Ja, vielen Dank. Ich hoffe, Sie können mich verstehen. Das Thema ist zu groß für heute. Deswegen versuche ich also nur einzelne Aspekte rauszugreifen. Und ich denke, es gibt dann vielleicht die Möglichkeit, in der Diskussion nachzufragen oder etwas zu vertiefen. Gerade dadurch, dass ich ja in Syrien akkreditiert bin als Journalistin, habe ich also Unmengen von Material und Eindrücken auch von der Situation vor Ort. Ich bin vor 2 Wochen wiedergekommen, ich war 4 Wochen in Syrien, weil ich auch meine Akkreditierung verlängern musste. Ich war in Aleppo, ich war in Idlib an der Frontlinie, ich war in den Gebieten nordöstlich des Euphrat, also alles so Dinge, über die sich sehr viel berichten lässt und wo man sehr viel darüber diskutieren kann. Aber heute geht es ja im Wesentlichen auch um die Frage der Sanktionen, Regime-Change und was das eben halt auch in der Region ausmacht. Es betrifft nicht nur Syrien, es betrifft den Libanon, den Irak, den Iran natürlich. Die ganze Region steht eigentlich in Flammen und das hat auch sehr viel mit dem zu tun, worüber Werner Ruf eben gesprochen hat, dass die Welt sich machtpolitisch neu orientiert, dass die Weltmacht Nummer 1, die USA, sich aus der Region zurückzieht und eigentlich Stellvertreter sucht, die dort die Kontrolle übernehmen sollen. Regionale Mächte wie die Golfstaaten sollen sozusagen andere Akteure in der Region wie den Iran zurückhalten. Der Iran, der zusammenarbeitet mit Russland und mit China. Also da bewegt sich im Moment sehr viel. Und Deutschland hat dort die Aufgabe, vor allen Dingen, wir wissen es von der deutschen Bundeskanzlerin, die deutsche Staatsräson ist die Sicherheit Israels. Und das Engagement der Bundesrepublik in den letzten Jahren, insbesondere auch während des Syrienkrieges, ist im Interesse Israels. Wir haben Bundeswehrsoldaten in Jordanien, wir haben sie im Irak, wir haben sie vorher auch in der Türkei gehabt. Die Türkei gehört zum NATO-Bündnis. Aber wie gesagt, das sind alles Themen, die eigentlich ein Wochenendseminar an sich schon füllen würden. Ich möchte etwas sagen zu den Sanktionen. Die Politik des Regime-Change ist ein ganz klarer Teil der westlichen Politik, wird im Wesentlichen durchgeführt durch die humanitäre Intervention, aber auch durch zivil-militärische Kooperation, durch die Unterstützung von zivilgesellschaftlichen Gruppen. Das sind, glaube ich, Fragen, mit denen sich auch die Friedensbewegung noch sehr viel intensiver beschäftigen muss. Alles, was die Friedensbewegung eigentlich an guten Dingen versucht, in diese Welt zu bringen, wird im Grunde aufgegriffen von den Macht, von den Mächtigen und von den Staaten. Und sie nutzen es eben auch für ihre militärischen Ziele und für ihre geostrategischen Ziele. Ein Punkt ist auch, sind die Sanktionen. Und eben der Werner Ruf hat eben auch die Stiftung für Wissenschaft und Politik erwähnt. Und ich möchte die Stiftung für Wissenschaft und Politik, man sollte deren Texte lesen, weil sie eben halt auch die Strategie, die westliche Bündnisstrategie und auch Empfehlungen für die Regierungspolitik in Berlin vorgibt. Und sie haben im Ende 2018 eine Studie herausgegeben, die neue Wirklichkeit der Außenpolitik und Diplomatie im 21. Jahrhundert. Und da geht es unter anderem in einem Beitrag um die Frage der Sanktionen. Sanktionen waren ja bis Mitte des 20. Jahrhunderts immer ein Mittel militärischer Auseinandersetzung. Der Feind wurde nicht nur militärisch bekämpft, sondern man hat ihn umzingelt, man hat versucht, seinen Nachschub auch an Lebensmitteln und Medikamenten abzuschneiden. Und da die Auseinandersetzung aber im Wesentlichen militärisch lief, wurden Sanktionen auch militärisch durchgesetzt. Das heißt,
Man verhinderte, dass Züge irgendwo hinkamen, dass Schiffe irgendwelche Häfen anlaufen konnten. Und dafür sorgte auch das Militär. Seit dem Zweiten Weltkrieg gibt es vor allen Dingen in den westlichen Gesellschaften, und da können wir auch Deutschland ganz klar als Beispiel nehmen, diese Akzeptanz für die militärische Konfrontation nicht mehr. Deutschland galt ja immer als kriegsmüde und die Bundesregierung hatte jahrelang mit zur Zeit der großen Friedensbewegungsdemonstrationen und auch der großen Blockaden immer sozusagen den Bonus: Wir wissen, ihr habt so viel Krieg erlebt, auch selber ausgelöst, ihr habt eine friedensmüde Bevölkerung. Deswegen ist es also so, dass die militärische Variante der deutschen Außenpolitik nicht so zum Tragen kam, auch wenn sie im Hintergrund immer vorbereitet wurde, wie uns Werner Ruf ja eben auch gut berichtet hat. Aber sukzessive, also nach dem Zweiten Weltkrieg, hat man sozusagen die Sanktionspolitik, und sie sind ein Teil von Kriegspolitik, in die Diplomatie, in die Politik, in die Außenpolitik mit eingeführt. Und die Stiftung für Wissenschaft und Politik hat das also herausgearbeitet und hat gesagt, dass nicht mehr Militär die Sanktionspolitik kontrolliert haben, sondern die Diplomatie. Das heißt, die Diplomaten lösten die Soldaten ab als Vermittler für die Anwendung wirtschaftlicher Zwangsmaßnahmen, so heißt das auch, wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen gegen einen anderen Staat, um den dazu zu bringen, dass er sich in seiner Politik anders verhält. Und diese Abkehr von militärischer Gewalt, wo ich denke, dass sie auch hier in der deutschen Bevölkerung immer noch vorhanden ist, also dass man eigentlich keinen Krieg will, wird von der Stiftung für Wissenschaft und Politik damit begründet, dass man sagt, Atomwaffen, nach dem, was in Hiroshima und Nagasaki war, ist nicht der Bevölkerung vermittelbar. Deswegen gilt militärische Gewalt per se als etwas sehr Schlechtes. Ein Staat, der das anwendet, gilt als etwas Schlechtes. Und dass man militärische Gewalt nur im letzten Fall einsetzen kann und auch nur nach den Regeln des UN-Sicherheitsrates. Es gibt ja eben halt nach dem Völkerrecht auch da ganz konkrete Schritte, die eingeleitet werden, bevor man überhaupt irgendwie einen anderen Staat angreifen kann. Dass es heute anders ist, darauf hat Werner Ruf auch hingewiesen. Das ist etwas, was in unserer Politik und auch in unseren Medien eigentlich nicht vorkommt. Und deswegen hat man hier in Deutschland auch immer noch das Gefühl, es geht eigentlich alles mit rechten Dingen zu. Auch bei den Kriegen im Irak oder bei dem Krieg in Syrien oder in Jemen oder in Libyen, weil es ja alles irgendwie über den Tisch des UN-Sicherheitsrats gelaufen ist. Denkt man. De facto ist es aber nicht so. Und diese Wirtschaftssanktionen, die sind in der Öffentlichkeit und auch in der Friedensbewegung und auch bei den Parteien der Grünen oder auch der Linkspartei eigentlich ein Instrument, das akzeptiert wird als etwas, was weniger schlimm ist als Krieg. Also wenn ein Staat sich irgendwie schlecht verhält, sagen wir mal Saddam Hussein hat also Massenvernichtungswaffen, dann kann man ihn besser das Land unter Sanktionen stellen, damit er diese Massenvernichtungswaffen aufgibt. Heute wissen wir, dass er sie gar nicht mehr hatte, der Irak, als dass man eben halt eine militärische Konfrontation mit diesem Land einführt. Und insofern diese geringe Akzeptanz für militärische Maßnahmen wird benutzt, um mehr Akzeptanz dafür zu kriegen, dass man wirtschaftliche Strafmaßnahmen gegen ein Land verhängt. Die Verhängung von Wirtschaftssanktionen, so die Stiftung für Wissenschaft und Politik, ermöglicht es den Entscheidungsträgern in den USA und in Europa, ihren Gegnern genauso hohe politische und wirtschaftliche Kosten wie mit einem Kriegseinsatz aufzuerlegen, mit dem Ziel, deren Entscheidungsfindung zu beeinflussen, ohne eigene Soldaten
ins Unglück schicken zu müssen. Also die Folgen von Wirtschaftssanktionen und wirtschaftlichen Strafmaßnahmen entsprechen dem, genau dem, was man sonst auch mit einem Kriegseinsatz gegen dieses andere Land erreichen könnte. Und darüber habe ich, weil ich denke, dass dieses Thema eben halt oder die Auswirkungen dieser Sanktionen, habe ich ein Interview geführt mit dem UN-Sonderbeauftragten für die Auswirkungen der wirtschaftlichen Strafmaßnahmen gegen Syrien konkret. Aber er beschäftigt sich auch mit der Situation im Iran oder Kuba, all den Ländern, Sudan stand sehr lange Zeit unter wirtschaftlichen Sanktionen. Und Herr Idriss Jazeri ist ein algerischer Diplomat. Dieses Interview dauert knapp 15 Minuten. Ich denke, das ist interessant. Es ist ins Deutsche übersetzt, wir haben es in Englisch geführt. Über die Frage der Rechtmäßigkeit und die Einordnung halt auch von den sogenannten einseitigen wirtschaftlichen Sanktionen. Die Europäische Union und die USA haben insbesondere gegen Iran und Syrien einseitige wirtschaftliche Strafmaßnahmen verhängt. Die Europäische Union, eigentlich das, der Europäische Rat entscheidet das, der Council, entscheidet das, wird jedes Jahr um ein weiteres Jahr verlängert. Und darüber habe ich mit Herrn Jazeri gesprochen. Und zwar ist das für Russia Today gewesen. Bitte erklären Sie uns, für Idriss Jazeri, dem UN-Sonderberichterstatter zu den negativen Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen. Herzlich willkommen. Danke. Diese Bezeichnung ist sehr kompliziert. Bitte erklären Sie uns, für wen Sie arbeiten und was genau Sie tun. Ich wurde von dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen gewählt, um die Auswirkungen einseitiger Sanktionen auf die verwundbarsten Menschen in Entwicklungsländern zu beleuchten. Das heißt, Sanktionen, wie sie hauptsächlich von Industrieländern gegen bestimmte Länder verhängt werden. Diese Länder werden von den Quellenländern beschuldigt, die Menschenrechte nicht vollständig umzusetzen. Es gibt Unstimmigkeiten zwischen Quellenländern und Zielländern, welche Strategien angewendet werden sollen, um die Menschenrechte zu fördern. Das Problem ist, dass unschuldige Menschen in den Zielländern den negativen Folgen dieser Sanktionen ausgesetzt sind. Und ich versuche, das alles auszusprechen, um diese Menschen zu beschützen und jenen Menschen, die keine Stimme haben, eine Stimme zu geben. Einseitige Zwangsmaßnahmen, Sanktionen, Embargos, Blockaden, was ist hier eigentlich der Unterschied? Erstens gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen Sanktionen, die von dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verhängt und grundsätzlich als rechtsgültig betrachtet werden, und solchen Sanktionen, die von Quellenländern verhängt werden, ohne von dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen genehmigt zu sein. Deswegen heißen sie einseitig. Es gibt Meinungsverschiedenheiten zwischen jenen Ländern, die diese Sanktionen verhängen und sie als legitime Arbeitsweise ihrer Außenpolitik betrachten, und dem Standpunkt der Zielländer und anderer Entwicklungsländer, die die Rechtmäßigkeit solcher Sanktionen überwiegend bestreiten. Sanktionen zu verhängen ist in den Quellenländern so beliebt geworden, dass ganze Sanktionspakete sogenannter intelligenter Sanktionen geschnürt werden, die einander überlagern und auch mit finanziellen Sanktionen verbunden sind.
Im Endeffekt sehen sie wie umfassende Sanktionen aus, nur mit einer anderen Bezeichnung. In der letzten Zeit gibt es eine Entwicklung, die noch besorgniserregender ist. Die graduelle Entwicklung von Embargos, also wenn sich ein Land entscheidet, keinen Handel mit den Zielländern zu betreiben und den Geldaustausch nicht zu akzeptieren. Diese werden jetzt zu einer Art Sekundärsanktionen, die das Ziel haben, Drittländer davon abzuhalten, mit den Zielländern Handel zu betreiben, obwohl diese mit den Zielländern keine Konflikte haben. Das führt zu dem dritten Schritt, zu den Handelsblockaden. Eine Handelsblockade ist praktisch eine Kriegshandlung. Wir beobachten jetzt Blockaden gegen Venezuela, gegen Kuba, gegen Syrien und den Iran. Wir sind sehr besorgt darüber. Die Ursprungsidee war doch, Sanktionen als eine Alternative zu einem Krieg einzusetzen. Und jetzt werden Sanktionen als eine Art Einleitung zum Krieg benutzt. Nur um das zu klären, sind diese Sanktionen aus Sicht des Völkerrechts legal? Sind sie rechtsgültig? Beginnen wir mit den grenzwertigen Fällen. Die Entscheidung des UN-Sicherheitsrates, Sanktionen zu verhängen, wird von allen als rechtsgültig anerkannt. Sanktionen, die von einem bestimmten Land oder einer Ländergruppe gegen ein anderes Land verhängt werden, die negative Auswirkungen auf die Menschenrechte haben und die Möglichkeit der Menschen gefährden, ihre grundlegenden Menschenrechte zu genießen, sind illegal. Dazwischen liegt eine Grauzone. Die westlichen Länder denken, dass solche Maßnahmen annehmbar sind, wenn sie ihren eigenen Kriterien entsprechen. Die meisten Mitglieder der Vereinten Nationen finden jedoch, dass dies nicht der Fall ist und sind der Ansicht, dass jegliche Sanktionen ohne Mandat des UN-Sicherheitsrates so etwas sind wie wenn man das Gesetz in die eigenen Hände nimmt. Die Frage ist, wenn es in der Welt ein bewährtes System zur Einhaltung des Friedens gibt, und zwar von den Vereinten Nationen, natürlich ist dieses System nicht perfekt, aber es ist jenes System, das nach dem Zweiten Weltkrieg vereinbart wurde. Wenn man sich einseitiger Sanktionen bedient, schafft man ein anderes System und wird sich selbst gerecht. Das könnte den Frieden gefährden, und zwar den Weltfrieden, nicht nur den regionalen Frieden. Lassen Sie uns über Syrien sprechen. Im Mai 2016 hat die ESQA, die Wirtschafts- und Sozialkommission für Westasien, einen Bericht über die Lage in Syrien veröffentlicht. Syrien leidet schon seit geraumer Zeit unter verschiedenen Sanktionen. Dieser Bericht beschreibt die Lage und die Sanktionen gegen Syrien als einige der kompliziertesten und weitreichendsten Sanktionsmaßnahmen, die gegen ein Land seit dem Zweiten Weltkrieg je verhängt wurden. Sie haben Syrien vor einem Jahr besucht, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Was haben Sie dort erlebt? Der Fall Syrien ist tatsächlich eine komplizierte Geschichte. Ein wichtiges Land hat Ende des letzten Jahrhunderts damit begonnen, Sanktionen gegen Syrien zu verhängen. Eine Gruppe anderer entwickelter Länder ist in den Jahren 2010 und 2011 der Auseinandersetzung beigetreten. Zu dieser Zeit gab es in Syrien bereits einen Konflikt.
Ich bin dorthin gereist, um die negativen Folgen der Sanktionen auf die einfache Bevölkerung Syriens zu erforschen. Das ist keine leichte Aufgabe, da die syrische Bevölkerung damals schon gelitten hatte, aufgrund der von der Regierung verursachten Missstände und aufgrund des Konfliktes an sich, der sehr vielschichtig war und in den sich mehrere Länder eingemischt hatten. Daher war es schwierig, jenen Prozentsatz der Leiden auszumachen, die aufgrund des Konfliktes und der von der Regierung verursachten Mängel entstanden sind und jenen Prozentsatz der Leiden, die durch die Sanktionen verursacht wurden. Aber eines ist gewiss, will ich in meinem Bericht an den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, den der Rat auch unterstützt hat, gelegt habe, haben die Sanktionen die Menschenrechtslage in Syrien verschlimmert. Welche Indikatoren gibt es dafür? Syriens Bruttoinlandsprodukt ist zwischen 2010 und 2017 um 2/3 gesunken. Die Inflationsrate ist auf einen spektakulären Wert angestiegen und erreichte im Jahr 2013 85%, in einem Land, in dem die Hälfte der Arbeitsplätze Fixgehälter vorsehen. Die Arbeitslosenrate, die vor der Krise 8,5% betrug, erreichte im Jahr 2017 beinahe 50%. Egal von welcher Seite man die Situation betrachtet, wird man eine Verschlechterung der Lage feststellen. Diese Verschlechterung setzte sich auch dann fort, als die Kämpfe nachgelassen haben. Und die Lage verschlimmert sich immer noch. Da sie sich immer weiter verschlechtert, kann nicht die Gewalt oder der primäre Konflikt dahinter stecken. Es ist die Fortsetzung der Sanktionen. Vor kurzem hat die Europäische Union eine Entscheidung getroffen. Angesichts dessen, was die Vereinten Nationen als anhaltende Verweigerung der Menschenrechte durch die Regierung betrachten, beschlossen sie, diese Sanktionen auszuweiten. Es ist in etwa so, als würde man eine Flamme, die den Entzug der Menschenrechte in Syrien darstellt, auslöschen wollen, aber nicht mit einem Wasserschlauch, sondern mit einem Flammenwerfer, um den Entzug der Menschenrechte nur noch zu verstärken, und zwar für jene Menschen, die mit der derzeitigen Lage ohnehin nicht fertig werden. Sie sprechen mit Menschen in New York, mit Menschen in Brüssel. Sie sind nach Berlin gekommen, um mit Menschen von der deutschen Bundesregierung zu sprechen. Gleichzeitig haben Sie erwähnt, dass die Sanktionen gegen Syrien erst vor kurzem für ein weiteres Jahr ausgeweitet wurden. Warum passiert das Ihrer Meinung nach? Wie interpretieren Sie die Verweigerung der Regierungen, das zu verstehen, worüber Sie in Ihrem Bericht schreiben? Glauben Sie ihnen nicht, was Sie sagen? Sind Ihnen die Menschen in Syrien egal? Was glauben Sie, ist der Grund dafür? Der Konflikt der Ideologien. Es ist ein ideologischer Konflikt. Es ist kein Konflikt, der auf dem täglichen Leben der einfachen syrischen Bevölkerung basiert. Es gibt eine Gruppe von entwickelten Ländern und es gibt die syrische Führung. Es ist in etwa so, als würden Elefanten miteinander kämpfen und dabei das Gras zertreten. Und es ist die syrische Bevölkerung, die hier zertreten wird.
Es muss eine vernünftigere Herangehensweise geben, um zwischenstaatliche Unterschiede anzusprechen, wenn sie entstehen. Es war das Konzept der Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg, einen institutionellen Rahmen anzubieten, in dem man Unterschiede besprechen konnte, ohne Kriege zu führen. Und hier werden Kriege geführt, nur mit anderen Mitteln. Denn es ergibt keinen Sinn, Menschen zu töten. Das ist furchtbar, ob durch Bombardierungen eines Krankenhauses oder indem man einem Krankenhaus den Zugang zu Anästhetika oder zu notwendigen Medikamenten verweigert, die für die Operation eines Menschen erforderlich wäre, der gerade stirbt. Ein stiller Tod ist für den Betroffenen nicht humaner als der Tod bei einer Explosion. Was ist Ihr Vorschlag? Wie kann diese Situation gelöst werden? Für den Fall Syriens habe ich vorgeschlagen, sehr bodenständige Maßnahmen zu ergreifen. Erste Maßnahme: Die syrische Zentralbank hat Reserven in ausländischer Währung, die eingefroren wurden. Warum einigen wir uns nicht darauf, diese Reserven freizugeben und ein Feed the Poor-Programm zu lancieren, um Weizen für die Hilfsbedürftigen zu importieren, unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen? Als zweite Lösung habe ich vorgeschlagen, in Damaskus ein Beschaffungsamt der Vereinten Nationen zu gründen, das es ermöglichen würde, zum Ausdruck zu bringen, dass humanitäre Lieferungen nicht unter Sanktionen fallen sollen. In Theorie fallen sie nicht unter Sanktionen, aber in der Praxis werden sie aufgrund all der Hürden, insbesondere der Geldtransferblockade, nicht oder erst viel später zugelassen. Und drittens müssen wir die Sanktionen unter die Lupe nehmen und mit jenen beginnen, die die schlimmsten Auswirkungen auf die einfachen Bürger haben. Wir müssen herausfinden, ob wir durch die beiderseitige Kompromissbereitschaft einen Dialog aufnehmen können, der die Sanktionen schrittweise abbauen würde. Hoffentlich werden wir alternative Dialogmöglichkeiten zwischen den Quellenländern und Syrien entwickeln und damit ein neues Kapitel aufschlagen. Ich hoffe, dass die syrische Bevölkerung, die äußerst kreativ ist und in der arabischen Welt in Bezug auf Entwicklung ein Vorreiter war, wieder von vorne beginnen kann. Was sie brauchen, ist eine Chance. Sie brauchen keine Flugblätter. Es muss ihnen nur erlaubt sein, ihre kreative Seite zum Vorschein zu bringen, um Syrien wieder aufzubauen. Ja. Dieser kluge Mann, ich habe ihn in Berlin getroffen, im Sommer letzten Jahres. Er hatte auch eine Vereinbarung mit dem Auswärtigen Amt, denn er wollte mit der Bundesregierung darüber sprechen, dass die diese Vorschläge, die er hier eben gemacht hat, wollte er dort erörtern. Er war übrigens auf Einladung der Internationalen Organisation der Ärzte zur Verhütung des Atomkriegs, IPPNW, nach Berlin gekommen. Und die haben ihn auch begleitet dorthin ins Auswärtige Amt. Und das war so, dass sie erstmal eine halbe Stunde ungefähr gewartet haben, es war ein fester Termin, bis der zuständige Verantwortliche aus dem Auswärtigen Amt Zeit hatte für ihn. Und dann hatten sie ungefähr 20 Minuten gesprochen und dann klingelte wohl ein Telefon oder was und der Verantwortliche des Auswärtigen Amtes musste also dringend zu einer Besprechung weg. Das sagt eigentlich alles über das Interesse der Bundesregierung an der Arbeit von solchen UN-Diplomaten, die einen offiziellen Auftrag haben vom UN-Menschenrechtsrat, das hatte er geschildert,
ernannt worden sind, um diese Arbeit zu machen. Dieser Besuch von Herrn Jazeri in Deutschland ist meines Wissens nach auch also ganz kurz nur als Agenturmeldung irgendwo in Zeitungen erschienen. Die Deutsche Welle hat ein kurzes Interview mit ihm fürs englische Programm gemacht, aber ARD, ZDF, Hörfunk haben ihn ignoriert eigentlich. Das heißt, dass also die deutsche Öffentlichkeit nicht nur über die Folgen dieser Sanktionen nichts erfährt, sondern auch nichts über die Bemühungen der UNO und von UN-Sonderbeauftragten eben halt an dieser Situation etwas zu ändern. Deswegen habe ich mir erlaubt, das Interview jetzt hier nochmal zu zeigen, weil ich finde schon, dass er sehr genau auch erklärt, wie auch der völkerrechtsmäßige die Einordnung ist, und die EU-Sanktionen sind nicht vom UN-Sicherheitsrat veranlasst und daher völkerrechtswidrig. Ja. Die Auswirkungen, die er auch beschreibt für Syrien, sind, wie gesagt, das reicht nicht, die Zeit, die wir jetzt haben, darüber zu sprechen. Ich möchte nur einige Beispiele herbeiführen, weil wir ja auch oft von den Menschen in Syrien sehr wenig erfahren. Wir erfahren etwas von Kämpfen, wir erfahren vielleicht etwas von Flüchtlingen, wir erfahren etwas von den Kurden. Aber es gibt ja immer noch sehr viele Menschen in Syrien, die dort leben, ganz normal oder es zumindest versuchen. Und ich bin also die letzten Jahre, ich verbringe etwa die Hälfte des Jahres auch dort in der Region und in Syrien, von Stadt zu Stadt sozusagen gefahren und habe mit den Leuten geredet, wie sich eben diese Sanktionen auf sie auswirken. Und das hier sind zum Beispiel Textilverkäufer im Souk, also im Markt von Homs, die sagen, dass sie also keine Möglichkeit haben, Rohstoffe einzukaufen, um in Syrien selber Textilien herzustellen, dass sie also Produkte aus Indien oder aus China kaufen, weil eben ihre Möglichkeit zu bezahlen oder an ihr Vermögen zu kommen durch die Sanktionierung der syrischen Zentralbank blockiert wird. Und sie können nur mit Ländern Handel treiben und dort einkaufen, die sich nicht an diese einseitigen EU- oder US-Sanktionen halten. Beispiel Stickgarn, Seidenmaterial oder so, gerade in der Textilindustrie, die für die Syrien sehr bekannt ist, wurde häufig auch aus Frankreich oder aus Italien oder Spanien importiert, geht nicht mehr. Man kann auch keine Bücher, zum Beispiel aus Großbritannien, englischsprachige Bücher nach Syrien importieren. Ich habe also sowohl mit einer englischsprachigen Buchhandlung in Homs als auch in Damaskus gesprochen. Und Sie müssen auf einem Umweg, wenn Sie Ihre englischsprachigen Bücher auffrischen wollen, auf einem Umweg bestellen Sie die Bücher durch einen Vermittler, der kauft sie in London, dann werden sie, oder in, wo immer, in Großbritannien, dann werden die entweder in einen Golfstaat gebracht oder nach Malaysia oder in den Libanon. Und von dort werden die Bücher dann nach Syrien gebracht. Das bedeutet natürlich auch doppelter Zoll. Und wie er ja auch erklärt hat, der Herr Jazeri, der Libanon, Jordanien, die Golfstaaten, alle werden jetzt auch durch die USA bedroht, wenn sie Handel mit Syrien treiben, dass sie auch unter Sanktionen fallen können seitens der USA. Und da im internationalen Handel mit US-Dollar bezahlt wird, ist es eben halt sehr schwierig für die Händler, Produkte zu kaufen, die sie in Syrien verkaufen wollen. Das Welternährungsprogramm ist ja eine UN-Hilfsorganisation. Deutschland ist der größte Geber neben den USA für diese Organisation. Sie haben aber strikte Auflagen, also das Welternährungsprogramm hat strikte Auflagen für Syrien, nur
Nothilfeprogramme zu finanzieren, keine Programme für den Wiederaufbau. Zum Beispiel berufsausbildende Programme, Schaffung von Arbeitsplätzen, Kleinunternehmen, Mikrofinanzes, also wo man kleine Kredite gibt. So etwas darf mit deutschem Geld das Welternährungsprogramm in Syrien nicht machen. Aber es gibt Geberländer, die dem Welternährungsprogramm Geld speziell auch dafür geben. Und ich habe solche Projekte im Umland von Homs mir angesehen. Das hier ist zum Beispiel ein kleiner Betrieb, da arbeiten 8 Leute und sie verarbeiten Milch. Also es gibt dort Kühe und die Milch wird hier in so einer kleinen Fabrik gekocht. Da wird Joghurt draus gemacht, Käse draus gemacht, also spezielle Produkte eben nach syrischer Art. Und sie haben selber ihr Geld zusammengelegt, um hier diesen gigantischen Kühlschrank, von dem man hier nur so ein kleines Stück sieht, zu kaufen, um ihre Produkte eben halt auch kühl halten zu können. Und dieses Projekt gibt also diesem Dorf, wo sie leben, den Farmern, also den Bauern, die die Kühe haben oder die Ziegen und Schafe, die gemolken werden, die verkaufen halt ihre Milch an dieses Projekt, sie verarbeiten das und verkaufen das an die Bevölkerung. Dadurch entsteht ein kleiner Wirtschaftskreislauf. Die Bundesregierung unterstützt so etwas nicht, weil sie sagen, wenn man so ein Projekt unterstützt, unterstützt man das syrische Regime von Bashar al-Assad. Das ist die Position nicht nur von Deutschland, sondern von der Europäischen Union. Und ich habe ein weiteres Projekt gesehen, auch im Umland von Homs. Diese Frau ist Witwe. Ihr Mann ist Soldat gewesen, ist gefallen. Sie ist allein mit den 3 Kindern und sie hat von ihrer Familie her ein Stückchen Land. Und das Welternährungsprogramm hilft ihr also, dort Produkte anzubauen, Gemüse, was sie dann entweder verarbeiten kann oder auf dem Markt verkaufen kann. Das ist eine, ich glaube, eine Cousine, die ihr auch hilft. Und so versucht das Welternährungsprogramm eben halt nicht nur Witwen, sondern auch Frauen in diesem Fall Arbeit zu geben, dass sie eben sich auch selber ernähren können. Auch so etwas wird nicht finanziert, weil damit würde man eben das Regime unterstützen. Dieses Bild zeige ich nur mal, damit man mal sieht, wie es hinter der Fotografin aussieht. Also wenn ich ein Foto mache, da sind eben halt jede Menge andere Leute, stehen da noch drumherum. Das ist immer ein Ereignis, wenn dort ausländische Journalisten hinkommen und alle nehmen irgendwie Anteil daran. Herr Jazeri hat auch gesprochen, dass eben keine medizinischen Ersatzteile oder Medikamente in das Land geliefert werden. Ich habe hier in Aleppo, gab es eine Frage? Bitte Ruhe dahin. In Aleppo den Dr. Emil Katti getroffen, er ist Chirurg und er hat dieses Krankenhaus aufgebaut. Und er hatte, dieses Krankenhaus wurde während des Krieges bis 2016 auch von deutschen Hilfsorganisationen finanziell unterstützt. Und sie erhielten dann die Zusage eines Röntgengerätes für Herzerkrankungen. Und hier sehen wir also Dr. Emil mit diesem Gerät. Die haben extra große Umbaumaßnahmen in dem Krankenhaus vorgenommen. Und eines Tages im Januar 2017 kam ein Vertreter dieser deutschen Hilfsorganisation und sagte, wir unterstützen ihr Programm nicht mehr. Und dann hat er gefragt, warum? Ja, wir müssen unser Geld, wird jetzt anders aufgeteilt, wir werden also ihr Krankenhaus nicht mehr weiter unterstützen. Diese Röntgenanlage aber war gekommen, aber sie funktionierte nicht, weil das dazugehörige EDV-Programm für den Computer, ein Siemens-Gerät, Angio-Star Plus, ist heute, ich weiß nicht, ob hier ein Arzt ist, wird heute so nicht mehr geliefert.
Und wie gesagt, sie bekamen also das Gerät, aber sie bekamen nicht die zuständige zusätzliche Software. Dann haben sie versucht, über die Hilfsorganisation Unterstützung zu bekommen. Oftmals ist hin und her telefoniert worden, es haben sich Techniker bereit erklärt, per Telefon nach Aleppo ins Krankenhaus mit ihnen darüber zu sprechen, wie man eben halt dieses Gerät in Gang setzen kann. Bis dahin, dass sie sogar das Passwort für dieses Programm gefunden haben. Aber dann hieß es, das ist ausgelaufen, diese Software wird so nicht mehr geliefert und wir können nichts machen und wir können auch nicht zu Ihnen nach Aleppo kommen, weil unsere Firma das uns nicht genehmigt. Das ist Kriegsgebiet und so weiter. Wir können nicht hinfahren, um vielleicht noch andere Möglichkeiten zu finden. Jetzt sitzt er in diesem toll ausgebauten Untergeschoss, wo diese Maschine steht und nichts passiert. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Ich habe diese Sache 3 Jahre lang begleitet sozusagen und habe Kontakt mit dieser Hilfsorganisation aufgenommen. Als Journalistin habe ich gefragt und es hieß, ja, das war ein Subunternehmen, das sozusagen Spendengelder bekommen hat, um dieses Gerät in das Krankenhaus zu liefern. Aber die Spender wissen nicht, dass sie gespendet haben für etwas, was jetzt im Keller steht und nicht benutzt werden kann. Bei Aleppo gibt es eine große Industriestadt. Aleppo ist ja die Wirtschaftsmetropole Syriens, unweit der türkischen Grenze. Sheikh Najjar ist eine von diesen Wirtschaftsmetropolen. Und ich fahre da auch seit 2015 eigentlich, seit bewaffneten Gruppen von dort vertrieben worden sind, in diese Industriestadt, um zu sehen, ob es Unternehmer gibt, ob es Fabrikanten gibt, die zurückkehren und was da übrig geblieben ist. Allein aus Sheikh Najjar ist in Millionenhöhe, jede Woche sind Güter in alle Welt geliefert worden, Textilien, Lederprodukte, Möbel, Seife, also Spezialitäten auch aus Syrien. Syrien ist sehr bekannt für Textilien. Und eine der größten oder die größte Anlage für Glas stand hier in Sheikh Najjar in Aleppo, ein riesiges Gebäude. Die haben sehr große Fenster hergestellt. Also so ein Glasofen, das ist auch sehr schwierig, da darf das Feuer nie ausgehen, der Strom darf nie abgestellt sein, weil das eben halt immer brennen muss. Sie haben geliefert für die Golfstaaten. Die Golfstaaten haben hier für ihre gigantischen Hochhäuser, die da ja überall stehen, haben sie hier das Glas gekauft. Aber mit dem Einzug bewaffneter Gruppen in Sheikh Najjar ist ganz viel geplündert und zerstört worden. Der Strom wurde sabotiert, also die Elektrizitätswerke sind zerstört worden. Und deswegen, das hier ist der Ofen, also wo dieses Glas gebrannt wird, da kann man durchlaufen. Das ist praktisch kaputt. Die 2 großen Öfen, die es hier in dieser Fabrik gibt, funktionieren nicht. Jetzt mittlerweile gibt es wieder 24 Stunden Strom am Tag, außer freitags. Aber sie können die Produktion nicht wieder aufnehmen, weil sie im Grunde diese Öfen neu bauen müssen. Also es steht immer noch leer. Und das Gleiche gilt eigentlich für die Textilindustrie. Ich habe also dort eine Spinnerei besucht, die gehört zu einem großen Textilunternehmen. Diese Maschinen sind italienisch, ich glaube, das sind sogar deutsche Spinnmaschinen, die in Deutschland gekauft worden sind. Und die werden betrieben, viele Arbeiter sind weggelaufen, viele hatten sich auch den Kämpfern angeschlossen, viele arbeiten heute in der Türkei, weil vieles von dem Material, was in diesen Fabriken stand, wurde geplündert und in die Türkei gebracht und dort wieder eingesetzt. Und in dieser Spinnerei ist also der Vater mit seinem Sohn geblieben und sie beide betreiben 2
Spinner, also zwei von diesen Spinnmaschinen. Aber dafür braucht man natürlich Baumwolle. Syrien hatte sehr gute oder hat sehr gute Baumwolle im Euphrattal. Das Euphrattal, nördlich und östlich des Euphrats, sind die Kurden und die US-Amerikaner. Und sie konnten über Jahre hin die Baumwolle aus diesem Gebiet nicht nach Aleppo bringen, um es dort zu verarbeiten. Das heißt, sie verarbeiten Material aus Indien oder aus China. Und als ich diese Bilder sind vom letzten Jahr, da hat er zum ersten Mal wieder Baumwolle aus Syrien gehabt. Das sind auch Sanktionen, denn Syrien hat keinen Zugriff auf die eigenen Ressourcen. Der Euphrat und die Staudämme des Euphrats, das konnte ich mich jetzt gerade, als ich da war, davon überzeugen, sind unter Kontrolle der Amerikaner und der Kurden. Sie entscheiden, wohin das Wasser geht. Und der Euphrat ist eine ganz wichtige Wasserquelle bis Aleppo, bis Raqqa und Deresor und natürlich den Nordosten. Die Baumwolle kann von dort nur nach Aleppo geliefert werden, wenn man entsprechend bezahlt, weil dort eben diese Baumwollfelder unter Kontrolle der Kurden sind. Das Öl und das Gas, was Syrien hat, liegt in diesen Gebieten und auf den Ölquellen im Osten des Landes sitzen die Amerikaner mit Sondereinsatztruppen. Und Donald Trump sagt auch ganz klar, dieses Öl werden wir bewachen, damit nicht die Iraner oder die Syrer wieder ihre Hände drauflegen können, sondern sie wollen, dass die Kurden dieses Öl verarbeiten und damit sozusagen ihren eigenen Staat finanzieren können. Also eine Aufteilung des Landes durch die Kontrolle der Ressourcen, die man einer bestimmten Gruppe gibt, die man unterstützt. Und das ist übrigens auch das Gebiet, in das ja Frau Kramp-Karrenbauer gerne auch eine EU-NATO-schnelle Eingreiftruppe senden will. Also die Sanktionen dienen auch dazu, das Land zu spalten, gesellschaftlich zu spalten und wirtschaftlich zu spalten. Und dennoch, die Syrer machen weiter. Es gibt Industrie- und Handelsmessen, auf denen dann vor allen Dingen Betriebe aus asiatischen Ländern vertreten sind, aus Russland, aus China natürlich. Aber diese Firma hier, das war eine Messe in Aleppo und er hat seit Jahrzehnten Entlüftungsanlagen gebaut für Wohnhäuser und Schulen und Krankenhäuser und er hatte eine Kooperation mit einer deutschen Firma, sein Personal war in Deutschland ausgebildet und kam regelmäßig nach Deutschland, um geschult zu werden. Sie haben die Maschinen in Deutschland gekauft. Er hat Konten in Deutschland eingefroren. Er kommt an sein Geld nicht ran und er hat keine Möglichkeit, diese Kooperation mit der deutschen Firma fortzusetzen. Sie wenden sich dann eben halt nach Osten. China, Indien, Russland, Iran ist trotz der Sanktionen, die der Iran ja seit 1979 schon dem unterliegt, hat der Iran also sehr viel industrielle Angebote, die auch für Syrien von großem Interesse sind. Und damit sieht man auch, wie dieses Land Syrien, das eigentlich sich als europäischer, also als Nachbar Europas gesehen hat, ich meine, es gab ja mal den Mittelmeerdialog, initiiert von Frankreich, wo eben halt Syrien auch zu eingeladen war, eben so wie Israel übrigens. Und jetzt durch den Krieg, durch die Sanktionen, die damit einhergehen, orientiert sich das Land natürlich weiter nach Osten, weil sie auch nicht einfach aufhören können zu arbeiten, zu leben. Sie müssen ja in irgendeiner Weise Geld verdienen. Das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was man noch hätte sagen können. Vielleicht gibt es heute Abend bei der Diskussionsrunde auch nochmal die Möglichkeit, auf einige konkrete Aspekte für die Friedensbewegung hinzugehen. Ich will jetzt erstmal Schluss machen, dann haben Sie vielleicht noch Fragen. Vielen Dank.